Moin Leute und willkommen zum vierten Best-of des Jahres. Ich wünsche euch viel Spaß. Das folgende Video wurde im berühmt-berüchtigten Ohio State Gefängnis aufgenommen, das jeder, der sich mit den paranormalen bzw. berühmten Spukorten beschäftigt, ein Begriff sein dürfte. Der Clip wurde während einer paranormalen Untersuchung mit einer Vollspektrumkamera im Verwaltungsgebäude aufgenommen und könnte etwas ziemlich Abgefahrenes zeigen. Aber seht selbst. Das vermeintliche Schattenwesen, das wir hier sehen, wirkt laut Uploader, als würde es in die von uns aus rechte Tür hineingehen. Und beim Schwenken der Kamera war keine Spur mehr von der Gestalt. Es soll vor Ort auch nicht gesehen worden sein. Was meint ihr? Sehen wir hier eine echte Schattengestalt? Das Team Tri-State Paranormal Investigators machte eine paranormale Untersuchung in einem Privathaushalt, in dem es, wer hätte es auch anders gedacht, spuken soll. Und sie konnten hier auch einige interessante Aufnahmen machen. Im folgenden Clip, der von einer statischen Kamera im Flur des Hauses stammt, sieht man möglicherweise erste Hinweise, dass die Nacht ziemlich spannend werden könnte, als sich der Deckenventilator am anderen Ende des Ganges plötzlich von selbst zu bewegen scheint. In einem anderen Clip, der laut Angaben des Teams in einem Raum aufgenommen wurde, zu dem über die ganze Nacht keiner Zutritt hatte, konnte Folgendes aufgenommen werden. Doch das wahre Highlight folgt jetzt. Denn eins der Teammitglieder ist sich sicher, dass sich eins der Betten bewegt hat, als würde sich eine Präsenz darauf setzen, weswegen sie sich entschieden, dem Ganzen nachzugehen und den möglichen Geist aufzufordern, es zu wiederholen. So, Lonnie and Neil, we are in this the room where we've seen the movement. It looks like it was on this side of the bed. It was right here. So I'm checking it out, seeing if I can see anything that could do this. I'm gonna use it for a moment. Let me see. I'm gonna set the camera on this table, dude, right next to the IR, to see if we can get a shot so we can just record ourselves recording, you know? Alright. So let me set this down here to get a good shot here. Is anybody in here with us? Is anyone in here with us right now? Because we thought we seen you move the bed. I'm gonna sit down right here. Chill. Is anyone in here with us tonight? I said, I thought I seen you move the bed here. And I don't see there's nothing that could have done it for you. Please feel free to do it again. I mean, we seen you move the bed, or at least I thought I seen it. I can't rewind to see, but I'm almost positive I seen you do this. So is there any way you could do it again for me, please? I mean, it's not
too much to ask. Could you please do it again? Ziemlich gruselig, wenn die Aufnahmen echt sein sollten. Auch wenn ich mir hier zusätzlich eine Perspektive von unterhalb des Bettes gewünscht hätte, um Manipulationsmöglichkeiten auszuschließen. Wobei ich sagen muss, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich in der Situation an sowas gedacht hätte. Das Team Midwest Ghost Hunters machte eine private paranormale Untersuchung, in der etwas ziemlich Gruseliges passiert ist, nachdem sich eins der Mitglieder zu einer Geisterbefragung auf einem der Betten des Hauses gemütlich macht. The coldness by my feet. Is there anybody in here with me? Ziemlich gruselig und es wirkt, als würde die Person kurz bevor das Objekt herunterfällt, etwas in ihrer Nähe spüren. Und auch wenn es, wenn man ranzoomt, aussieht, als würde das Objekt ziemlich schief auf dem anderen Objekt liegen und damit sowieso jederzeit herunterfallen können, habe ich zumindest das Gefühl, dass man hier Schritte innerhalb des Raumes hören könnte. Kurz bevor das Objekt herunterfällt, hört nochmal genau hin, am besten mit Kopfhörern. Was meint ihr? Haben Sie hier vielleicht wirklich Spukphänomene aufzeichnen können? Und glaubt ihr, dass ihre Reaktion authentisch wirkt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Der Reddit-Nutzer Work at Home Freak postete diesen kurzen Clip mit der Erklärung, dass er die Überwachungskamera installiert hat, um sein Haus zu sichern, da es in seiner Nachbarschaft des Öfteren Einbrüche gab und er sich damit sicherer fühle. Jedoch muss man hier sagen, dass Einbrecher zwar eine beunruhigende Vorstellung sind, jedoch ist folgende Aufnahme sicher auch kein Grund für Freudentränen. Kleine Anmerkung vorab, der Mann, der gleich rechts im Bild zu sehen ist, ist er selbst. Go!
Die Stimme, die hier zu hören ist, ist laut seinen Angaben vor Ort nicht zu hören gewesen, mit der Anmerkung, dass er ansonsten vor Schreck sein Katana geschnappt hätte, um den möglichen Eindringling zu stellen, und dass es dort keinerlei Geräte gibt, die so ein Geräusch hätten machen können. Die Frage ist auch, was man hier genau hört. Denn auch wenn ich zum Beispiel hier deutlich ein Gau höre, hören andere wiederum zum Beispiel ein Help oder Come. Mich würde hier mal brennend interessieren, was ihr hier raushört. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Die Familie aus dem folgenden Clip hat aus purer Verzweiflung eine Überwachungskamera gekauft, da sie ziemlich häufig etwas erleben, das wir alle kennen, nämlich dass Dinge an anderen Orten liegen, als sie sie ursprünglich hinlegten, oder dass Dinge anders platziert sind, als man sie vorher hingestellt hat. In folgenden Clips, die über mehrere Wochen aufgezeichnet wurden, könnten sie eventuell eine Antwort darauf bekommen haben. Laut ihren Angaben war die Tür zu dem Zeitpunkt komplett geschlossen und hätte sich nicht durch einen Windzug öffnen können, der so etwas natürlich auch hätte verursachen können. Hier soll es sich um eine Lichtanomalie handeln, für die sie keine Erklärung haben. Jedoch kann das natürlich alles gewesen sein, zum Beispiel auch ein Licht von draußen oder ähnliches. Insgesamt betrachtet finde ich diese Clips jedoch deshalb so interessant, da die Phänomene im Vergleich zu vielen anderen Videos eher ungewöhnlich harmlos sind und das die Sache natürlich glaubhafter macht. Denn bei einem Fake, bei dem man sich am Ende Ruhm und viele Klicks erhofft, würde man doch normalerweise auch dementsprechend mehr Action einbauen. Denn zum Beispiel bei der Szene mit der Tür hätte man ohne die Videobeschreibung des Clips zu lesen gar nicht sofort gemerkt, was dort denn passiert. Also wer weiß. Was sagt ihr dazu? Spukt es hier? Der YouTube-Nutzer Mr. Gellin hat dieses Video von der Überwachungskamera seines Schlafzimmers hochgeladen, das laut seinen Angaben einen Geist zeigen soll. Zum Zeitpunkt der Aufnahme soll sich niemand im Zimmer aufgehalten haben. Laut seinen Angaben war es zu der Zeit stockfinster im Raum,
sodass ein Schattenwurf einer Person dann ausgeschlossen werden könnte. Was meint ihr? Sehen wir hier einen Geist oder doch nur ein Schattenspiel? Oder sogar eine gute Editierung? Der YouTuber Exploring with Maximilian machte eine Lost Place-Erkundung mit seinen Freunden in einer verlassenen Psychiatrie, die jedoch nur scheinbar verlassen ist und in dem Fall höchstens von lebenden Menschen, wie das folgende kuriose Erlebnis vielleicht zeigen könnte. Last time I couldn't open this gate, I almost tried to do that. Let's check the lounge and we'll go to the cabin. There's a creepy corridor down there, guys. There's the clock. Not working. No, I can't hear the piano. Is that the piano? No. That one. Fam, what? What should we do? Should we check out? I don't know. Fam. I don't know. What should we do? I'm kind of scared. Fam, why did that just play? There's nothing there. If there's anyone here, just let us know. There's nothing. Just walk. Nothing. Fine. Is this... Okay. Right, something must have been playing there. Sounds something like that. Did nothing fall from the ceiling? No, no. Could have not. It can't. Look at this clean place. What the hell? Now, where was that? No, there must be someone in there, surely. This is impossible. They wouldn't do that. Like, we're that close, they wouldn't do that. I don't know what to do. Should we carry on? Do you want to carry on? Do you just want to go? Or shall we just leave it for another day? I could delete the files and just come back another day. Because this is... We're here, though. Yeah, that takes a while to come. Time, and it takes a while to get up. All right. Let me just see what's down there, I'm really wrong. I'm gonna check the piano again, because I could be... I don't even know. Like, literally, there's nothing here. Guys. What the hell just... It sounded like these keys. I don't know. Should we go downstairs? Should we go? Let's man up and let's carry on. If we... Oh, bloody hell. I'm only scared because I don't know what it is. I knew what it was. I'm not. Oh, man. Shall we go upstairs? Shall we? We could have been upstairs, you know. The bangs. Like, the piano's obviously there, but the bangs. I don't know if I'm just paranoid or I heard another bang. Yo, my heart. Is anyone here? Hello? If you want us to go, we'll go. Okay. Yo, let's just go. Come on. What? This is too much. Go. Go. Ich habe hierzu auch recherchiert, aber konnte nichts finden, wie ein Klavier von selbst solche Geräusche machen könnte. Außer die typischen selbstspielenden Klaviere, die dann aber auch komplette Lieder spielen, statt nur ein paar Töne. Vielleicht wisst ihr ja da genaueres. Natürlich könnte dort auch jemand gewesen sein, der sich dann schnell versteckt hat. Jedoch wäre dies auch zu einfach und man sollte immer mehrere Optionen für eine mögliche Erklärung haben. Wer weiß, vielleicht wollte hier ja ein Geist für sein Jubiläum ein kleines Konzert zum Besten geben. Steven Simpson ist ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an einem nicht näher benannten Ort
der damit vor der Öffentlichkeit weitestgehend geschützt werden soll, um keine Spuktouristen anzulocken. Seit geraumer Zeit erlebt er dort für ihn unerklärliche Dinge, die er auf Überwachungskameras festhalten konnte und auch auf Patrouille durchs Gebäude aufnehmen konnte. Kurz bevor folgende Aufnahme startete, hörte er ein seltsames Pfeifen im Gebäude, von dem er sicher war, dass er allein daran war. Dieser Clip soll dokumentieren, wie ein elektronisches Gitter von selber aufgeht, ohne dass es jemand bedient haben soll. Wobei man hier selbstverständlich nicht von etwas Paranormalem sofort ausgehen kann, da hier auch ein Defekt die Ursache sein kann. Im Kontext der von Ihnen beschriebenen paranormalen Ereignisse jedoch würde es natürlich einen anderen Eindruck machen. Der folgende Clip würde, wenn er denn so passiert ist, mit rationalen Erklärungen nicht so einfach zu erklären sein. Aber seht selbst. Ziemlich kuriose Dinge, die uns Steven hier zeigt. Ob sie echt sind, wer weiß. Denn dazu fehlt meiner Meinung nach auch der nötige Kontext zur Location, die er ja leider nicht preisgibt und auch mit anderen Informationen ziemlich spärlich ist. Das Team Sidgwick Paranormal machte eine Untersuchung im 1855 errichteten Zugdepot in Brooksville, Florida, das mittlerweile nur noch als Museum genutzt wird und der letzte Zug dort in den 60er Jahren durchgefahren ist. Besucher berichten häufig von Geräuschen von Zügen, die dort natürlich seit Jahrzehnten nicht mehr aktiv waren, oder von Geistererscheinungen, die zum Teil eine Abneigung gegen Frauen haben sollen, da diese oft geschubst werden sollen. Für diese Untersuchung machte das Team eine Ermittlung in einem der Räume, in dem die stärkste Aktivität sein soll, und wurden möglicherweise nicht enttäuscht. Can you see the window straight ahead for me? Yes. Back here? Yes. That's where they said they see a lot of shadows. It'll go across the window. And I'll be honest with you, I don't know if my eyes were playing jokes with me or not last time we were here, but it did look like quite a few times stuff would go across the windows.
In dem Raum sollen häufig Schattenwesen gesehen werden, die dort meist im Bereich des Fensters gesehen werden. Und wie es scheint, macht er sich genau dort etwas für einen sehr kurzen Moment bemerkbar. Natürlich wäre eventuell auch ein Schattenwurf einer der dort anwesenden Personen möglich. Jedoch sah man diese Schatten nur ein einziges Mal während des gesamten Clips. Schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare. Die Pflegerinnen des Seniorenheims aus dem folgenden Clip staunten nicht schlecht, als sie eines Morgens in ihrer Mittagspause folgende Begebenheit auf Überwachungskamera sahen. In dem Zimmer soll nur Tage zuvor eine Person gelebt haben, die leider verstorben ist. Und kurz danach soll es plötzlich angefangen haben, dass sich die Tür öffnet und schließt. Nach dieser Aufnahme konnten sie dasselbe noch ein weiteres Mal einfangen. Kurz darauf soll dann ein neuer Bewohner in dieses Zimmer gezogen sein, woraufhin das Türöffnen und Schließen nie wieder passiert ist. Ich weiß von einigen Kommentaren, dass ich auch viele Zuschauer habe, die im Pflegeheim arbeiten, wo ich zunächst erstmal einen großen Respekt aussprechen muss, für natürlich alle, die im Pflegebereich arbeiten, da das oft zu wenig anerkannt wird. Ihr macht auf jeden Fall einen super Job. Aber was denkt ihr? Wollte sich hier ein ehemaliger Bewohner ein letztes Mal bemerkbar machen oder verabschieden? Falls ja, hoffen wir, dass er gut angekommen ist, wo auch immer er hingegangen ist. Der YouTube-Nutzer Zachary Lovelady uploadete ein Video, das er spontan aufnahm, während vermeintliche Poltergeist-Aktivitäten in seiner Wohnung auftraten, die ihn, wenn man dem Video Glauben schenken kann, extrem verstört haben. Okay, it's 2 in the morning. Fuck, that scared me. My cabinets were just flying open. Like crazy, and then I don't really. Holy. I don't want to fucking need this house anymore. What the? What the? No! Ich finde die Reaktion ziemlich authentisch und auch, dass die Videoaufnahme erst gestartet wurde, nachdem zum ersten Mal etwas passiert ist und nicht zufällig kurz bevor etwas passiert ist, ist ein Punkt, den ich hier spannend finde und für die Authentizität des Videos sprechen könnte. Das Video war das einzige, das jemals auf diesen Kanal hochgeladen wurde und es gibt leider keine weiterführenden Infos zu den Ereignissen. Außer in einem Kommentar, den er vor einem Jahr gepostet hat, in dem er behauptet, dass diese Dinge seit Monaten bei ihm passieren und er versucht, es zu rationalisieren, um nicht verrückt zu werden. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Der YouTube-Nutzer Quake Davis uploadete folgendes Video, das er aufnahm, nachdem sich seltsame Dinge in seinem Haus abspielten und konnte hier möglicherweise Dinge einfangen, die auf paranormale Aktivitäten hindeuten. Guys, there's some really spooky stuff going on right here. So,
I was in the other room and I heard a smash. Get out, Bibby. Bibby, get out. Sorry, I've got to stop the cats from out. Come on. Let me close this door. Out you go. I'm going to have to try and keep recording because there is some paranormal stuff going on in front of me. Okay. So I heard a smash. I'm just going to hold this here because some of this glass just started moving and throwing itself on the floor in front of me. I'm not joking, guys. It's probably not going to happen now. But yeah, so I heard a smash and I thought, oh God, what have the cats broken now? And I thought to myself, I came in, but the cats weren't in here. There was nobody in here at all. Cats are in the living room with me, kitchen. So I come out, I'm like, oh, there's like a glass that's fallen on the floor. But then I looked up and I thought, oh, wait a minute. That is the base of the glass. So it hasn't fallen down and smashed. It's just randomly exploded. And it's exploded over the bin and it's exploded over the floor. Now bear in mind, this is like a brand new glass. I actually have another one. Oh, did you guys see that? The glass just moved on its own. Please tell me I caught that on camera. That little glass there just jumped from there. Please tell me I caught that on camera. Craig konnte hier tatsächlich einfangen, wie sich einer der Splitter in Bewegung setzte. Doch es wird noch etwas kurioser. Now, a little bit of a backstory that we got told before we moved into this house. So basically, there are 16 new houses that have been built on this whole street, and we've moved into one of them. And honestly, they told us that this whole area, the land, it used to be a nursing home for elderly people. So maybe there are spirits on this land from elderly people who have passed away, maybe. Did you guys just see that? Did you just see that? Genau im Moment, als er davon berichtete, dass auf dem Grundstück früher ein Seniorenheim stand, bewegte sich erneut einer der Splitter, als würde eine Präsenz seine Worte bestätigen. Auf seinem Kanal gibt es noch weitere Videos, in denen er Updates zu weiteren Vorkommnissen gibt, die er oft, wie er sagt, leider nicht filmen konnte und andere wiederum für mich eher auf Staub zurückzuführen sind. Schaut euch dort gerne bei Bedarf mal um, denn auf mich macht er einen ehrlich gesagt ziemlich normalen Eindruck. Und das, was man bei ihm auf dem Kanal sieht, wirkt zumindest nicht gefaked. Aber selbstverständlich waren wir nicht dabei und können daher nur so unsere Meinung bilden. Das Thomas House Hotel in Tennessee hat eine lange Geschichte, was Berichte über das Paranormale angeht. Denn die Gäste des Hotels und auch das Personal berichten immer wieder von Dingen, die sich ohne jeglichen Grund bewegen und Geisterstimmen, die dort mit eigenen Ohren gehört werden. Der Raum mit der größten Spukaktivität soll Raum 37 sein, in der laut Legende der Geist eines kleinen Mädchens namens Sarah spuken soll. Und das Team Ghost Hunters Weekend
hat hier möglicherweise bei einem Rundgang durchs Gebäude bereits etwas eingefangen, das genau diese Behauptungen untermauern könnte. Schaut mal, ob euch hier etwas Seltsames auffällt. Genau am Anfang des Videos, als die Kamera in Raum 37 hineinschwenkt, sieht man etwas, das wie ein schwarzer Schatten aussieht, der die Silhouette bzw. Größe eines Kindes haben könnte. Sehen wir hier möglicherweise das Geistermädchen, über das schon so viele Gäste berichtet haben? Schreibt mir dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Das Crescent Hotel in Eureka Springs, Arkansas, gilt als eines der am meisten von Spukphänomenen heimgesuchten Hotels Amerikas, wenn nicht sogar der Welt. Die YouTube-Nutzerin Alicia Kimball machte folgende Aufnahmen im berüchtigten Raum 218 des Hotels, der unter Gästen und Spukforschern sowie Mitarbeitern als der aktivste Raum des Hotels gilt und könnte hier auch direkt einen Erfolg verzeichnet haben. Okay, Michael, shut the door. Please, Michael, shut the door. Yep. In dem Raum soll damals ein Dachdecker namens Michael ums Leben gekommen sein, der seit jeher den Raum für sich beansprucht und laut Berichten eine Vorliebe für Frauen hat, die er jedoch nie erschrecken soll, sondern laut Erzählungen lediglich seine Präsenz bemerkbar macht. In den Kommentaren des Videos sind einige Kommentatoren, die das Video mit eigenen Stories und Erfahrungen aus dem Hotel untermalen, wie zum Beispiel der von Rachel Evans, deren Großmutter in der Wäscherei des Hotels arbeitet und sie bereits gemeinsam dort Geistererscheinungen gesehen haben wollen, die jedoch einen freundlichen Eindruck auf die beiden gemacht haben. Spannendes Hotel auf jeden Fall. Falls die Mythencrew mal eine US-Tour machen sollte, hat man hier gleich eine Übernachtungsmöglichkeit. Das Team IF Paranormal hat folgendes Video hochgeladen, in dem sie erklären, dass sie hier vor einem Rätsel stehen. Denn laut ihren Angaben versuchen sie immer erst eine Erklärung für Phänomene zu finden, die sie aufnehmen, bevor sie diese als paranormal abstempeln. Im folgenden Clip, den sie bei einer Untersuchung im Yorktown Memorial Hospital machten, fragen sie sich daher, ob sie hier möglicherweise eine Präsenz aufnehmen konnten. Schaut mal genau hin.
Ich habe mir das Video mehrmals angesehen und bin mir unschlüssig, ob es sich hier vielleicht um eine Lichtreflexion auf der Kameralinse handeln könnte. Auch wenn ich die Bewegung dafür etwas seltsam finde. Bei der Wärme draußen kann man eh nicht richtig denken. Was denkt ihr? Haben sie hier möglicherweise einen Geist aufgenommen? Der YouTube-Nutzer Zane Fias bekam folgende Aufnahmen von einem Freund zugeschickt, die sich beide nicht erklären konnten und laut den einen oder anderen Kommentator drei UFOs in einer Dreiecksformation zeigen sollen. Was denkt ihr? Sehen wir hier eine UFO-Formation am Himmel fliegen? In den Kommentaren schrieb ein Nutzer, ob es sich nicht vielleicht um eine Himmelslaterne handeln könnte. Farblich könnte das natürlich passen. Jedoch war ich etwas irritiert, da es im Video regnet. Und wenn es solche Laternen sind, müssten sie natürlich auch relativ nah am Kameramann gewesen sein. Da ich aber noch nie so eine derartige Laterne in der Hand hatte und die Regenbeständigkeit nicht kenne, überlasse ich es hier wie immer euch. Was denkt ihr, um was es sich hier handelt? Dieser seltsame Clip stammt aus einem Privathaushalt, ohne weiteren Kontext, und soll einen typischen paranormalen Vorgang zeigen, der sich in diesem Zimmer ereignet hat. Aber seht selbst. Ohne weitere Infos über Ort und Hintergrund lässt sich so etwas natürlich sowieso schwierig einschätzen. Die einzige Info, die ich über diesen Clip habe, ist, dass der Bär im Video immer wieder an einem anderen Ort aufgefunden wurde, woraufhin eine Kamera hingestellt wurde, die den Grund dafür aufnehmen sollte. Was meint ihr? Spuk oder Betrug? Dieser Clip stammt ebenfalls von einer paranormalen Untersuchung und könnte durchaus authentische paranormale Aktivitäten zeigen, wie ich persönlich finde. Aber schauen wir uns das Ganze erst einmal an. Die Kamera sitzt laut meiner Auffassung auf einer völlig flachen Oberfläche, wo es für mich keinen Sinn ergeben würde, dass sie sich von selbst auf die Art bewegt.
Natürlich kann man wie immer auch hier sagen, dass hier Fäden im Spiel waren. Aber betrachtet man verschiedene Spukfälle, sind genau solche Kleinigkeiten meiner Meinung nach die glaubwürdigsten. Und nicht wie bei manchen Videos Menschen, die in die Luft gehoben werden, von einer unsichtbaren Macht oder von einem gigantischen Orb umgeworfen werden. Der YouTube-Nutzer David Condley uploadete folgendes gruseliges Video, das zeigen soll, dass es an seinem Arbeitsplatz spukt und dürfte ihn, wie folgendes Videomaterial gleich zeigt, einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Aber seht selbst. Ganz schön gruselig, wenn man allein vor Ort ist und dann solche Dinge geschehen. Aber spätestens als dieses seltsame Geräusch eingesetzt hat, das klang, als würde es aus einem Lautsprecher kommen, war ich der Meinung, dass hier definitiv etwas faul ist. Und denke, dass David hier echte Reaktionen gezeigt hat, aber Arbeitskollegen den armen Kerl reingelegt haben. Würdet ihr mir dazu stimmen? Oder denkt ihr, hier gingen wirklich paranormale Dinge vor sich? Die Location und sonstige Hintergründe lassen sich hier nämlich wie so oft nicht bestimmen. Das folgende Video handelt von einer Lost Place Erkundung eines verlassenen Pizza Hut Restaurants in Amerika, das möglicherweise doch nicht so verlassen ist, wie es anfangs den Eindruck macht. Okay, so we're en route to the abandoned, I believe it's a Pizza Hut. I'm actually not positive what it used to be because I don't live exactly right around here, but a good friend of mine went in there and he was just exploring, and in the back freezer, he said he saw some kind of creature. He didn't know what it was. When he saw it, he ran because he was so scared. And that was a couple days ago. So Alyssa and I thought we would go have a look and see what we can't find back there. Personally, I don't know. I think he was just being paranoid. Because what could be living in a abandoned Pizza Hut? All right, here. Why don't you go check out over here? I'm gonna take a look back here. Yell if you need me. It sure is dark. Wow, if it was this filthy wind that they were operating, then it's probably no wonder they got shut down. I mean, just look at that. I don't think this would meet any code. Look at that. There's the sich hier möglicherweise ein Alien versucht, nach seiner interstellaren Reise abzukühlen? Oder hat es sich hier doch eher ein Kollege mit einer Maske gemütlich gemacht? Was ich hier selbstverständlich viel eher vermuten würde. Falls ihr auch mal Lust auf Gaming habt und ihr mich beim Spielen verzweifeln sehen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr auch auf meinem Twitch-Kanal ein Follow dalassen würdet. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch dort erwartet.
Alles muss man alleine machen hier. Die nehmen das doch gar nicht ernst, das Spiel. Die denken, das ist einfach nur ein Spiel. Aber das ist mehr wie ein Spiel. Das ist Krieg. Das ist pure Dings. Komm schon, Mütti! Jetzt ist die letzte Chance. Go! Und ja, Mann! Ja! Endlich! Der YouTube-Nutzer Eda Olivas machte spät am Abend eine Autofahrt auf einem Highway in Mexiko und nahm dabei etwas auf, das ihm im Nachhinein einen kalten Schauer über den Rücken bereitete. Laut seinen Angaben war er mit mehreren Leuten im Auto unterwegs, die zu dem Zeitpunkt alle schliefen. Während der Fahrt sah er die Gestalt aus dem Clip im Augenwinkel und dachte, dass es sich um eine Illusion aufgrund einsetzender Müdigkeit handeln würde, da man ja mit sowas auch niemals rechnen würde. Einige Kommentatoren merkten an, dass die Gestalt keinen Kopf haben würde und damit die Theorie, dass es sich hier um einen Geist handeln könnte, die wahrscheinlichste wäre. Jedoch ist so etwas aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse sehr schwierig mit Genauigkeit zu sagen. Also bleibt nur eine Frage übrig. Was denkt ihr? Sehen wir hier einen Geist? Das Baker Hotel in Texas ist ein äußerst beliebter Ort für Menschen, die sich für das Paranormale interessieren. Denn in diesem Gebäude, welches einst ein beliebter Ort der Erholung war, sollen heute ein Dutzend Geister ihr Unwesen treiben. Der berühmteste aller Geister soll der Geist der Geliebten vom Hotelbesitzer sein, die sich einst vom Dach herunterstürzte. Ebenso wird sogar gemunkelt, dass die Geister von Bonnie und Clyde hier selbst nach ihrem Ableben ihr gestohlenes Geld in Saus und Braus ausgeben. In folgenden Clips sehen wir einige Dinge, die das Team Mystic Ghost dort mit ihren statischen Kameras aufnehmen konnte. Hier sehen wir laut ihren Angaben Orbs und einen seltsamen Nebel durchs Bild fliegen. Zu dem Zeitpunkt war laut ihren Angaben kein Teammitglied anwesend. Jedoch kann man da, wie immer, als Außenstehender nicht viel zu sagen. Im nächsten Clip, der im Empfangsbereich aufgenommen wurde, wird es jedoch etwas unheimlicher. Aber seht selbst. Das Team selbst sagt, dass sie hier zwei Entitäten durchs Bild laufen sehen. Eine Person und ein Hund. Ich für meinen Teil erkenne hier jedoch nur einen Vierbeiner. Aber vielleicht seht ihr hier ja mehr. Und sie erwähnten noch, dass sie während der Untersuchung die ganze Nacht ein Hundegeräusch in ihrer Nähe hörten. Jedoch alles abgesucht hätten und nichts gefunden hätten. Das Hotel soll derzeit jedenfalls wieder mit hohen Kosten instand gesetzt werden und Ende 2022 wieder eröffnen. Man darf gespannt sein, was für gruselige Berichte man dann von Gästen bekommen wird. Der YouTube-Nutzer FloJoe übernachtete im Emily Morgan Hotel in Texas. Ein Hotel, das als einer der Orte in Texas mit der meisten Spukaktivität gilt und von Fans des Paranormalen nicht nur zum Schlafen oder Urlaub machen gebucht wird. An seinen letzten Abend im Hotel filmte er nochmal durch den Raum in der Hoffnung, etwas Paranormales auf Kamera zu bekommen, als Folgendes passierte.
Flojo fragt sich hier, ob er hier einen Geist auf Kamera bekommen hat, der sich gerade manifestieren wollte. Ich denke vielmehr, dass hier der Weißabgleich der Kamera für den Spuk verantwortlich war. Betrachtet man jedoch die Geschichte des Hotels, das von 1926 bis 1984 ein Krankenhaus war, inklusive Leichenhalle und Krematorium, würde es mich jedoch nicht wundern, wenn dort der ein oder andere Geist noch residiert. Denn Krankenhäuser sind ja nun mal Orte, an denen selbst wenn sie aktiv als Krankenhaus genutzt werden, Angestellte von paranormalen Phänomenen berichten. Der YouTube-Nutzer Wugby Flanker nahm auf seiner Überwachungskamera für ihn seltsame Phänomene auf, die ihn mit der Frage zurückließen, ob es bei ihm zu Hause spuken könnte oder ob es eine einfache Erklärung dafür gibt. Folgende Aufnahmen entstanden, während er laut seinen Angaben nicht zu Hause war. Die Reaktion des Hundes, bevor das Bild fällt, wirkt schon gruselig. Auch wenn man hier natürlich auch davon ausgehen kann, dass die Schwerkraft hier im Spiel war. Da es auf dem Video aussieht, als würde das Bild schon schief auf der Pappe liegen und einfach runterrutschen. Aber bei der nun folgenden Aufnahme könnte er eventuell etwas durchaus Übersinnliches eingefangen haben, das einen nur auffällt, wenn man ganz genau hinhört. Schaut mal, ob ihr hier etwas Seltsames hört, bevor ich das Ganze mit einer Filterung wiederhole. Seinen Angaben zufolge sagt die Stimme den Namen seines Hundes, wobei sich das schlecht nachprüfen lässt, da er bisher nicht erwähnt hat, wie sein Hund denn überhaupt heißt. Vielleicht könnt ihr hier ja einen Namen raushören. Auf jeden Fall ziemlich gruselig, wenn das Ganze denn auch so war, denn eine Stimme höre ich hier zumindest definitiv heraus. Eine YouTube-Nutzerin aus den USA behauptet von folgendem Video, dass ein Ausschnitt aus einem Livestream ihres Freundes ist, dass man hier paranormale Aktivitäten sehen kann. This is where I see it, I swear. No. What the f***, man. It's totally mute, yo, and then it stops, man. Der Stuhl selbst soll angeblich ziemlich alt sein und sich des Öfteren von selbst in Bewegung gesetzt haben, wobei dies das einzige Mal gewesen sein soll, wo eine Aufnahme auf Video gelang. Natürlich sieht man den Stuhl nicht im Ganzen und man kann hier, wie bei allen Videos, nur auf die Echtheit spekulieren. Was man hier aber wirklich sagen kann, ist: gute Besserung an den Herrn im Video.
zwar hat folgender Clip nichts mit paranormalen Phänomenen zu tun, jedoch ist er mindestens genauso mysteriös, denn er zeigt seltene Aufnahmen eines Wetterphänomens, welches eine sehr lange Zeit als Mythos abgestempelt wurde. Dem Filmer aus Kanada sind hier tatsächlich Aufnahmen eines Kugelblitzes gelungen. Sollte es denn auch wirklich einer gewesen sein? Denn die Wissenschaft ist sich über ihre Existenz bis heute nicht einig. Ich frage mich hier aber tatsächlich, wenn das hier ein Kugelblitz war, ob Kugelblitze eventuell viel öfter gesehen und gefilmt wurden und lediglich für UFOs gehalten wurden. Denn es gibt ja viele UFO-Aufnahmen, in denen genau solche Lichtkugeln zu sehen sind. Teils auch bei Gewitter. Der YouTube-Nutzer Paul Sanders uploadete ein Video, das er für eine private Dokumentation filmte und konnte hier möglicherweise mehr einfangen, als ihm lieb war, aber seht selbst. So this is the video that I took. As I said, a rather mundane video. So, after this rather boring piece, I pan round to look at the building. Now, if I pause there, and if I widen this video, you can see that there is a lady standing there. So, let's bring this down and continue the video. There is a reason why. Now, at this point, I'm still looking at the lady. I haven't taken my eyes off her at all. I just wish I had the camera panned. At this point, I look down at the camera and then pan it up. And if I pause it there and widen it, as you can see, the lady's not there. She's gone. Auf mich macht Paul einen äußerst authentischen Eindruck und wirkt nicht, als würde er sich hier etwas ausgedacht haben. Laut seinen Angaben war das Gebäude zum Zeitpunkt dieses Videos aufgrund der Pandemie komplett geschlossen. Und wenn seine Aussagen stimmen, müsste die Frau, die dort zu sehen ist, innerhalb von etwa 3 Sekunden verschwunden gewesen sein. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier durchaus etwas dran sein könnte. Aber was meint ihr? Lasst es mich gerne wissen. Das Ghost Hunter Team Fed Up with Ghosts machte eine paranormale Untersuchung in einer nicht näher benannten Bar in Amerika, in der laut Besitzer der Geist eines kleinen Mädchens spuken soll. Und was sie dort erlebten, dürfte sie nachhaltig durchaus beeindruckt haben. Thank you for turning it on. Thank you for interacting with us. That noise is a compressor turning on. Can you turn that light off now? Tap the table, Tom. See if it, by tapping and turn it off. You're hitting it pretty good. Pretty good. Any kind of movement should be able to turn it on or off. Turn the light off again. Thank you. Thank you very much for interacting with us. Turn it
Tell us your name. Tell us in the recorder right there. Right next to the flashlight. Are you a woman? Are you a little girl? If you're a man, turn the flashlight back on. Do it now. If you're a woman, turn the flashlight on now. If you're the little girl that everyone sees, can you turn the light on now? We want to play with you, if you're the little girl. You just want to have fun. Shh. Okay. Thank you. Thank you for making your presence known. We know. Are you angry that we're here? What did fall? Ziemlich gruselige Angelegenheit, auch wenn man natürlich sagen kann, dass hier ein Stuhl nicht richtig auf dem Tisch stand und deswegen runterfiel. In Kombination mit dem Taschenlampenexperiment macht es das Ganze jedoch umso interessanter. Wer weiß, vielleicht war hier ja auch eine ganz andere Entität am Werk, die einfach sauer war, dass sie als kleines Mädchen bezeichnet wird. Das wäre dann ja auch echt eine Sauerei. Das Team SF Paranormal Society One machten im Jahre 2010 eine paranormale Untersuchung an einem nicht näher benannten Ort, an dem es spuken soll. Das erste Ergebnis, das sie einfingen, war eine Lichtanomalie, bei der sie sich jedoch nicht sicher sind, ob dies einfach nur Staub ist, wovon ich persönlich zumindest auch stark von ausgehe. Danach versuchten sie mit Hilfe ihres EMF-Meters Kontakt zu der Präsenz im Gebäude aufzunehmen, indem sie Fragen stellten und diese per Ausschlag des EMF-Meters mit Ja oder Nein beantwortet werden sollten. So if you're gonna flash it once for yes, twice for no. Do you understand that? Can I ask you a question? You could just say the answer is no, so we could test to see that you know what no is? Twice in a row. Boom, boom. For no. Try it. We're trying to make sure that you're here. We have a pretty good idea that you're here with us, but we just want to make sure. Thank you. Yeah, are you a little girl? Are you a little boy? Are you a teenage girl? Are you a teenage boy? Can you confirm that answer for me? A little bit. Are you shy? Whoa. Okay, I understand. I'm a little shy myself. Für ihre Untersuchung nahmen sie außerdem einen großen Ball mit, den sie dort platzierten, da sie davon ausgingen,
dass dort der Geist eines Mädchens spuken soll und solche Objekte natürlich ein gutes Mittel sind, um eine Reaktion zu erzeugen. Folgende Aufnahmen entstanden laut ihren Angaben, nachdem sie den Raum verlassen haben und der Ball etwa 20 Minuten regungslos dastand. Beim kurzen Check der Aufnahmen später sahen sie, wie sich der Ball von selbst bewegt hat, während sie die Geisterbefragung machten und entschlossen sich, den schüchternen Geist etwas Raum zu bieten und den Ball mitten im Gang zu platzieren und das Gebäude zu verlassen, um mit ihrer statischen Kamera zu schauen, ob hier noch mehr Aktivitäten stattfinden würden. Die Lichtanomalie, die aus dem Ball herauszufliegen scheint, macht meiner Meinung nach schon mal einen interessanteren Eindruck, wie der vermutliche Staubob am Anfang. Und interessant war auch, dass das Geräusch im Video kam, als der vermeintliche Orb nach rechts flog. Durchaus interessante Aufnahmen, die das Team hier machen konnte. Das Team Explorers of the Unexplained bekam von einem befreundeten Team eine Puppe geschenkt, die laut Angaben des Vorbesitzers verflucht oder von einem Geist besessen zu sein scheint. Die Puppe wurde während einer Halloween-Tour in einer verlassenen Psychiatrie gefunden und sorgte seitdem beim Besitzer für schlaflose Nächte, da er laut seinen Angaben fast jede Nacht Albträume hatte und sich Geräte im Haus selbstständig machten. Zudem soll die Puppe auf allen möglichen Formen der Kommunikation anspringen, wie EVP-Aufnahmen, EMF-Meter oder Spirit-Box. Im folgenden Clip versucht der frisch gebackene Puppenvater, genau solch eine Kommunikation aufzubauen, als folgendes geschieht. Okay. Wow. If that was you, can you make it spike again? Bigger, just like I said before, make it spike orange or red. Can you do that? Good job, you definitely hit orange. Can you hit red? Wow, okay, you definitely can hit red. Good job. Sorry about the mess, guys, behind me. So this is Savannah's case. Ziemlich interessant, denn es sieht wirklich aus, als würde das EMF-Meter genau wie gefordert ausschlagen. Im Folgenden wird es aber noch etwas gruseliger, als er die Kamera zur Puppe hochschwenkt. Ziemlich gruselig. Ich hätte die Puppe allerspätestens nach so einem Vorkommnis zurück zum Absender geschickt. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr bei so etwas reagieren würdet. Angenommen, das Video ist echt und ihr würdet das genauso erleben. Das Team Haunted by Haunted machte eine paranormale Untersuchung im berüchtigten Bel Air House in Ohio. Das Teammitglied Karen machte es sich während ihrer Untersuchung im Seance-Raum des Hauses, in dem früher, wie der Name schon sagt, Seancen abgehalten wurden, auf einen der Stühle gemütlich, als Folgendes geschah. Thank you.
I... Something just pushed me off the chair. Are you kidding me? No, he didn't move. I heard it. Karen, you all right? Yeah, I'm all right, but no, something just moved that chair and it pushed me back. Push Karen! Ein ziemlich gruseliges Ereignis, wenn das Ganze echt ist. Jedoch muss ich sagen, dass auch wenn natürlich jeder anders reagiert bei solchen Vorkommnissen, dass ihre Reaktion doch ziemlich gelassen war. Was natürlich auch der Schock des Moments gewesen sein könnte. Aber was denkt ihr? Sind hier Geister unterwegs, die handgreiflich werden? Der YouTube-Nutzer Pell3385 wollte die neue Firmware seiner Drohne testen und ging dafür zum Thames River in Ontario, um ein wenig herumzufliegen, als er folgende seltsame Aufnahmen machte, die er sich nicht erklären kann. Laut seinen Angaben hat er die Kreatur, so nenne ich sie mal, während des Fluges nicht gesehen, was aufgrund des relativ kleinen Bildschirms, den man bei solchen Drohnen meist zur Verfügung hat, auch nicht ungewöhnlich ist. Aber die Frage bleibt hier, was hat er hier gefilmt? Vielleicht gibt es ja Experten unter euch, die sich mit Flüssen und ihren Bewohnern auskennen und vielleicht eine Idee haben. Denn was auch immer wir hier sehen, wirkt, soweit man das aus der Distanz einschätzen kann, ziemlich groß. Das folgende Video wurde von einem polnischen YouTuber namens Kufel hochgeladen, der eine Höhlenexpedition mit Freunden machte. Das Video trägt laut Google-Übersetzer den Titel »Mysteriöse Figur in den Riese-Gewölben«. Und genau das zeigt das Video auch. Aber schauen wir mal rein. Als sie die mysteriöse Kreatur erblickt haben, rannten sie darauf los, woraufhin es spurlos in den kleineren Gang der Höhle verschwand. Man kann natürlich nicht viel erkennen, aber was man erkennt, wirkt zumindest meiner Meinung nach wie kein Tier, das ich kenne, beziehungsweise damit in Verbindung bringen würde. Habt ihr vielleicht eine Idee? Rebecca Wilke machte eine Untersuchung im Hill Madison Sanatorium in Wisconsin,
eine ehemalige Tuberkuloseklinik mit großem angeschlossenen Park. Und wie ihr vermutlich ahnt, soll es dort natürlich auch spuken. Unter anderem wurden dort Erscheinungen gesehen, die plötzlich verschwanden und meterweit entfernt wieder auftauchten, nur um im nächsten Moment wieder verschwunden zu sein. Im folgenden Video könnte er eventuell genau so etwas aufgenommen haben. Schaut mal genau hin. Zum Zeitpunkt der Aufnahme will er die vermeintliche Gestalt nicht gesehen haben. Und auf der Aufnahme sieht man auch, wie sie, wie in Augenzeugenberichten, teleportationsartig verschwindet und wieder auftaucht. Natürlich könnte man das Ganze auch stellen, indem man zwei gleichgekleidete Personen nimmt und in dem Moment, wo sie hinter dem einen Objekt verschwindet, stehen bleibt und danach die andere Person weiterläuft, die sich ein paar Meter weiter befindet. Andererseits könnte es sich hier natürlich auch um eine optische Täuschung handeln. Was meint ihr dazu? Habt ihr vielleicht eine Theorie? Folgendes Video, das die YouTuberin Amnetist is Cutie hochgeladen hat, soll eine vermeintliche, verfluchte Puppe in Aktion zeigen, die, wie es scheint, ganz schön bewegungsfreudig ist. Was denkt ihr? Sehen wir hier eine verfluchte Puppe beim Geistersport? Oder hat hier vielleicht doch nur ein Angler seine Angelschnur zu weit ausgeworfen? Was auch immer eure Antwort ist. Ich denke, wir können uns in dem Punkt einig sein, dass keiner von uns eine solche Puppe zu Hause haben wollen würde. Denn ich finde, dass sie allgemein schon einen ziemlich gruseligen Eindruck macht. Ganz unabhängig vom Verfluchtheitsstatus. Folgendes Video ist wohl das älteste YouTube-Video, das ich bisher in meinen Videos gezeigt habe und stammt aus dem Jahre 2006. Es zeigt zwei Jungs, die Nachtsichtfunktion ihrer neuen Kamera ausprobieren und dabei etwas ziemlich Gruseliges gefilmt haben. Aber seht selbst. Habt ihr es gesehen? Es sieht aus, als würden sie hier ein Gesicht im Spiegel gefilmt haben, woraufhin sie, nachdem sie es entdeckt haben, auch die Flucht ergriffen haben.
Auch wenn es sich hier wahrscheinlich um Pareidolie handelt. Ich hätte mich wahrscheinlich ebenfalls ziemlich erschrocken. Folgendes Video stammt aus dem Garnet Hotel, einem historischen Gebäude in Kansas, das heute nur noch Spuktouristen oder Menschen, die sich für die Geschichte Amerikas interessieren, anlockt. Und auch des Öfteren bei mir auf dem Kanal zu sehen war. Im Gebäude sind in verschiedenen Räumen Überwachungskameras stationiert, die, wenn sie paranormale Aktivitäten einfangen, auf dem Kanal des Gebäudes als Highlight hochgeladen werden. Folgenden Clip nahm eine der Kameras im Jahre 2018 auf. Die Clownpuppe, die den Namen Pappy Smirnoff trägt, soll laut dem Besitzer des Gebäudes dort bereits viele Wochen gesessen haben. Und auch wenn wir ja wissen, dass wir nicht dabei waren, halte ich grundsätzlich den Kanal des Hotels für durchaus authentisch, da auch viele der anderen Clips oft nur Geräusche von zum Beispiel Bällen zeigen, die beispielsweise nicht im Sichtfeld der Kamera sind und von irgendwo herunterfallen und herumrollen. Wo man, wenn es darum geht, dass man Dinge für Promo faken würde, meiner Meinung nach etwas bedachter sein Material zum Zeigen wählt. Aber andererseits ist vielleicht auch genau dieser Gedanke Gewalt. Was man den Betreibern auf jeden Fall positiv anrechnen sollte, ist, dass sie hier sagen, dass sie nicht wissen, ob es paranormal ist. Schaut gerne mal auf den Kanal vorbei und macht euch ein eigenes Bild. Der YouTuber Tracer wollte mit einem Freund abends Fotos von vermeintlichen Orbs im Wald machen, als sie plötzlich etwas fotografierten, das sie vor Ort zunächst nicht gesehen haben wollen. Schaut mal, ob ihr auf folgenden Bildern etwas Merkwürdiges erkennt. Auf einem der Fotos sieht man eine scheinbar humanoide Gestalt, die ihre Hand um den Baum gelegt hat und einen ziemlich gruselig wirkenden Kopf, der um den Baum herumschaut. Als sie die Gestalt bei ihrer Fotosession bemerkten, sind sie laut eigenen Angaben weggerannt. Was meint ihr? Wollte hier vielleicht jemand den Jungs einen Schrecken einjagen, der von den Plänen und dem Ort Bescheid wusste? Oder haben sie hier vielleicht doch mehr aufgenommen, als wir uns vorstellen können? Der indische YouTuber Aksh Verma Vlogs filmte für einen seiner Vlogs eine nächtliche Fahrt mit seinem Freund auf dem Motorrad. Doch die Fahrt sollte keine normale werden und sie noch eine Weile beschäftigen. Aber schauen wir erstmal rein. Tempat liburan mau apa yang kita cari kartu saya beli ya. Juli ini tu Juli kemasam. Juli Juli ini tu kalau macam tu North by North ni saja. Asam itu dikkat dek mau apa jangan ya. Kita boleh jo kita boleh make make make. Wir sehen, dass die beiden sichtlich und hörbar in Panik geraten. Und der Anblick eines solchen Geistes könnte, und da werdet ihr mir sicher zustimmen, auch schon mal zu einem Unfall führen. Gerade wenn man hier bedenkt, dass dort direkt eine Kurve auf der Straße folgt. Ein Kommentator unter dem Video hatte hier eine sehr krasse Theorie, die für mich sehr viel Sinn ergibt. Denn er meinte, dass es sich hier wahrscheinlich um einen Trick von Kriminellen handelt, die einen vor Angst anhalten lassen wollen.
oder eben einen Unfall bauen, um einen dann auszurauben. Schaut man sich das Video noch etwas weiter an, könnte an dem Ganzen sogar etwas dran sein. Denn man sieht weiter vorne auf der Straße eine weitere Person im Dunkeln laufen, die ein Komplize sein könnte. Da fragt man sich, welche Vorstellung gruseliger wäre. Der YouTube-Nutzer Justin Fay machte mit seinem Team eine Untersuchung in der Woodman Point Quarantänestation in Australien, einem Ort, der berüchtigt ist für Spukphänomene aller Art. Schaut mal, ob euch bei folgenden Ausschnitten etwas Seltsames auffällt. Pretty dark in here. Yeah. For you? Als er in einen der Räume geht, sieht man eine seltsame Anomalie, die nach links in den Raum zu verschwinden scheint. Könnte es sich hier um einen Geist handeln, der sich versucht hat zu manifestieren? Oder doch bloß um einen Kamerafehler? Anzumerken wäre hier jedenfalls, dass dies einer der Räume ist, in denen in der Vergangenheit ziemlich regulär Geistererscheinungen von Besuchern gesehen worden sein sollen. Wer weiß? So, und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.